Jede Person, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, kann einen digitalen Impfpass bekommen. Auf diese Weise wird der Impfschutz mit dem Smartphone nachgewiesen. Hallo, ich hätte gerne den digitalen Impfpass. Was brauchen Sie denn da für Unterlagen? Sie müssen Ihren Ausweis mitbringen und Ihren Impfausweis. Dann können wir hier Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum aufnehmen und halt wann die Impfungen stattgefunden haben. Und dann kriegen Sie von uns eine PDF-Datei ausgedruckt oder Sie können den QR-Code gleich abscannen für die App. Haben Sie Ihren Impfpass dabei und Ihren Ausweis? Ja, ich beides dabei. Würden Sie einmal die Seite mit der Impfung aufschlagen? Und gilt das auch für die Johnson & Johnson Impfungen? Das gilt für den BioNTech-Impfstoff, für den Moderna, AstraZeneca und den Janssen-Cilla. Janssen? Genau. Okay, dann können Sie einmal den QR-Code hier abscannen. Der digitale Impfpass kann in der Corona-Warn-App oder COV-Pass-App erstellt werden und ist 14 Tage nach der letzten Impfung gültig. Hier ist Ihr Name und Vorname, das Geburtsdatum, dass das stimmt. Mhm. Dankeschön. Ja, klar. Schönen Tag noch. Gleichfalls.